Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda. Wir befinden uns gerade auf See und haben das Segel und müssen jetzt einfach diesem Pfeil hier folgen. Aber ich mache noch einen kurzen Zwischenstopp, weil ich hier noch jemanden mitnehmen möchte. Hallo, Oma, möchtest du mit? Oh nein, Junge. Ich habe mich jetzt so an Portemonnaie gewöhnt, dann möchte ich doch noch die weiteren 20 Jahre, die ich noch lebe, hier weiter verbringen. Also, mein Junge, danke für das Angebot, aber ich bleibe doch lieber auf Portemonnaie. Na gut, ich habe gefragt, wenn sie nicht mit möchte, dann reise ich eben alleine weiter. Tschüss! So, wir müssen geradeaus. Der Pfeil zeigt nämlich in diese Richtung. Und unser Ziel ist dieses, dieser Vulkan oder Baum oder was das da hinten ist. Dort müssen wir hin. Was haben wir hier? Ah. Eine Aufgabe. Und dann kriegst du ein Rubin. Sowas. So viel. So, was haben wir denn hier jetzt? Eine kleine Insel mit drei Palmen. Und ein paar Möwen kommen vorbei. Was ist das denn hier? Ein Gestrandeter? Hallo? Oder was seid ihr wie welche? Ja, die sind am Angeln. Die angeln nach Schätzen. Da sagen wir doch mal guten Tag. Hallo? Das ist ein bisschen schwierig. Aber. Jo. Das ist aber ein feines Boot, das du da hast. Prächtig, prächtig. Bist du etwa auf der Suche nach tief im Meer versunkenen Schätzen? Versuch erst gar nicht, das zu leugnen, Junge. Die Schätze gehören mir. In diesen Gewässern hier schwimmt keine einzige müde Sardine zum Fischen. Bist du also ganz bestimmt nicht hier? Nein, nein, mein Lieber. Entweder du bist ein Schatzsucher, genau wie wir, hier von Tauch und Co. GmbH, oder du bist ein Pirat. Er ist ein Pirat. Es erfreut uns Taucher bekloppten Augen in Zeiten, in denen sich kein Mensch mehr auf See traut und alles lieber ein langweiliges Inselleben führt. Ohne Abenteuer und Aufregung fristen einen so mutigen und beherzten Jungen wie dich zu treffen, dem Werte wie Ruhm und Gloria noch etwas sagen. So viel Idalin mit Idalin. Ich kann keine Wörter aussprechen, tut mir leid. So viel Idealismus für die gleiche Sache, das schafft Verbundenheit. Hier, mein Junge, die hier möchte ich dir schenken, denn Verbundenheit darf nicht nur aus Phrasen bestehen, außerdem ist ohne Natürlichen nicht gut Schätze heben. Nimm sie ruhig, keine falsche Bescheidenheit. Hurra, du hast eine Schatzkarte gefunden. Öffnest du sie im Kartenbildschirm, leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Folge der Karte und nähere dich mit dem Boot deinem Zielpunkt, um den Schatz zu heben. Im Kartenbildschirm auf dem Gamepad siehst du rechts vergrößerte Inselkarten, links die Schatzkarten. Stimme das jeweils aufeinander ab und suche den Schatz. Drücke X, um das Spiel zu pausieren und in aller Ruhe die Karten zu studieren. Um den Schatz zu heben, empfehlen wir einen Greifhaken, der ja früher sehr beliebt beim Volk der Oni von Dakronia war. Glaub mir, damit siehst du wie am Schnürchen Schätze an Bord. Ja. Wohlan, Junge, auf dass wir alle unser Bestes geben und reichlich feine Schätze heben. Juhu, tschüss. Wir brauchen also einen Greifhaken, den wir auf Dakronia erhalten. So, und jetzt geht die Reise weiter zu diesem mysteriösen Ort dort hinten.
Und wie schön, die Möwen, die begleiten uns auf unser Ziel. Juhu, hoffentlich scheißen sie mir nicht auf den Kopf. Weg mit euch. Ich möchte da alleine hinfahren. Oh, dort oben ist ein Tier. Ein Vogel oder ein Drache. Land in Sicht. Das ist dein Zielort. Die Insel Draconia. Draconia, herzlich willkommen. Auf dem Berggipfel dieser Insel wohnt der Hüter des Himmels, der Drache Valu. Deine Aufgabe ist es, diesen Drachen zu treffen und von ihm das göttliche Artefakt, den Stimund, im Empfang zu nehmen. Wie du den Drachen treffen kannst, fragst du besser die Bewohner dieser Insel, das Volk der Orni. Ach ja, ein Moment noch. Dies ist der Taktstock, der in längst vergangenen Tagen dazu benutzt wurde, den Göttern gefällige und bußfertige Musik darzubringen. Je nach Verwendung ist es möglich, Kräfte der Götter auf seiner Seite zu haben. Aber ich weiß nicht, ob er noch über diese Fähigkeit verfügt. Nun ja, für irgendetwas wird er schon zu gebrauchen sein. Warum schwingst du ihn nicht einfach mal, oberhalber? Versuche dich erst am Dreiertakt. Lass L unangetastet und schwinge den Taktstock mit Hilfe von R in die Richtungen hoch, runter, rechts, passend zum Rhythmus. Nicht schlecht, das klingt doch schon ganz gut. Als nächstes probieren wir einen Vierertakt. Halte L links und schwinge den Taktstock mit Hilfe von R in die Richtungen hoch, runter, links, hoch, rechts, links und runter, passend zum Rhythmus. Oh, ich hab das falsch gemacht, oder? Achso, ich muss das hier runter. Ne, irgendwas machen wir falsch. Noch hier noch. Ach so, hier kann ich das auswählen. Wie viel? Ach so, geht das. Ne, wieder was falsch machen. Ach, ich sag bloß, du bist unmusikalisch, Kevin. Ja, das stimmt. Halte L links. Okay, das haben wir schon. Aber ich weiß ja jetzt, wie das geht. Einen Moment bitte. Noch ein Versuch. Mache irgendwas falsch. So. Nochmal. Warum? Mann, bin ich schlecht. Sag bloß, du bist unmusikalisch, Kevin. Ja, ich bin unmusikalisch. Hilfe! Ah, jetzt haben wir es geschafft. Das ist es, Kevin. Für dein erstes Mal wirklich sehr beachtlich. Als Duell kannst du außerdem noch 6er-Takte spielen, also merk dir das schon mal für später. Hurra! Du hast den Taktstock des Windes erhalten. Je nach Verwendung soll man damit die Kräfte der Götter auf seine Art haben. Mit Hilfe von R kannst du den Taktstock schwingen. Neutrale Position für 3er-Takte, links für 4er-Takte, rechts für 6er-Takte. Super, wir haben ihn erhalten endlich.
So, dann schauen wir uns hier mal um. Nach links geht es zum Windschrein und so geradeaus zum Postbotenhaus. Wir brauchen Bomben. Kommt er hier nicht hoch? Doch. Aber ich sehe schon, die Bomben, die sind im Gras und wachsen da. Schön. Gehen wir ganz mal geschillt hier lang. Vorsicht! Die explosiven Pflanzen nicht reizen. Ach, das ist mir doch egal. Oh. So, da sind auch noch welche. Schaffe ich das? Nee, das wurde nichts. Aber wie es aussieht, sind da sowieso nur Rubine. Versuchen es mal mit dem... Au, aua, 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 aua. Versuchen es mal mit dem dicken Stein. Da mehrere... Ach, geht sogar mit einer. Gut. Haben wir hier noch? Kann ich auch lang. Geradeaus. Das ist sehr informativ. Geradeaus. Oder meint er oben? Keine Ahnung. Postbotenhaus rechts. Juhu. Na, hoffentlich klappt das. Fressen und nicht heruntersehen. Oh mein Gott, ist das hoch. Ich darf nicht runterfallen. So, und nach einer Stunde sind wir endlich hier. Nein, nicht zu mir. Ach so. Schau mal an, da ist jemand. Den sagen wir doch mal guten Tag. Kevin. Sei mir gegrüßt, Kevin. Du bist also wohlauf. Aber sag mir, wie hast du es nur geschafft, hier heraufzukommen, so ganz ohne Flügel? Und was ist mit deiner Schwester? Ich hab sie verloren. Verstehe, aber mach dir keine Sorgen. Es geht ihr bestimmt gut. Aber Kevin, was hältst du davon, mal bei unseren Stammesführer vorstellig zu werden? Ich habe allen von deiner Tragödie erzählt und sie haben sich sehr besorgt und voller Anteilnahme gezeigt. Ich bin mir sicher, unser Stammesführer wird dir mit viel Verständnis und Hilfsbereitschaft begegnen. Aber am besten, ich gehe schon mal voraus und setze ihn über dein Kommen in Kenntnis. Komm später einfach nach, Kevin. Verstanden? Also, dann, ich erwarte dich. Sei pünktlich. Und da fliegt er davon. Ich beneide ihn. Ich hätte auch so gerne Flügel. Naja. Ich habe solche Angst, aber ich gehe hier mal rein. Oh, wo sind wir denn hier? In einer kleinen Stadt. Und?
Konntet ihr herausfinden, warum der große Valu so außer sich ist? Nanu. Oh, du musst Kevin sein. Lazil, hier hat mir alles erzählt. Du hast mein vollstes Mitgefühl. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, zögere bitte nicht, mich darum zu bitten. Ich werde alles für dich tun, was in meiner Macht steht. Allerdings sehen wir uns auch gerade mit einem unangenehmen Problem konfrontiert. Ist dir der wütende und tobende Drache auf dem Berggipfel aufgefallen, als du zu unserer Insel gekommen bist? Wie du ja weißt, sind das Fliegen und die Lüfte das tägliche Brot des Volkes der Orni. Was du vielleicht nicht weißt, ist, dass wir den Drachenberg besteigen und vom großen Valu eine seiner Drachenschuppen überreicht bekommen. Sobald wir das Erwachsenenalter erreichen, diese ermöglicht es dann, dass unsere Flügel wachsen. Aber seit kurzem ist der sonst so sanftmütige Valu ganz außer sich vor Wut. Und man kann sich ihm in seiner Rage gar unmöglich mehr nähern. Dies hat zur Folge, dass die Flügenkinder dieses Jahr nicht auf den Drachenberg zum großen Valu gehen und ihre Drachenschuppe im Empfang nehmen können. Somit werden ihnen keine Flügel wachsen und sie können nicht gemäß der Tradition unseres Volkes leben. Und als Stammesführer der Orni ist es daher im Moment meine dringendste Pflicht, dies für mein Volk verheerende Problem zu lösen. Ich würde zwar gerne selber hochgehen, aber ich habe solche Angst. Verstehst du? Ich bin wirklich untröstlich, aber dein Anliegen wird leider warten müssen, bis diese Angelegenheit ausgestanden ist. Okay, ich habe verstanden. Werter Stammesführer, vielleicht wäre es eine gute Idee, Kevin in die Zwischenzeit wegen der Sache mit eurem Sohn Komori um Hilfe zu bieten. Wie ihr ja selbst sehen könnt, steht hier ein tapferer junger Mann vor euch. Ich bin davon überzeugt, dass Komori sich ihm öffnen wird. Da magst du recht haben. Du musst wissen, mein Sohn Komori ist ebenfalls im Flügelalter und müsste sich unbedingt seine Flügel wachsen lassen. Doch leider hat er ein sehr ängstliches Gemüt. Aufgrund dieses Zwischenfalles mit Valu hegt er nun mal gar keine Hoffnung, seine Flügel zu bekommen. Glaubst du, du kannst mir helfen? Vielleicht geht er ja wenig von deinem Mut auf ihn über, wenn er dich kennenlernt. Darf ich dich darum bitten, meinen Sohn zu treffen, Kevin? Natürlich. Danke, das ist sehr großherzig von dir. Wir werden ebenfalls alles daran setzen, unser Problem schnell zu lösen, damit wir danach dich in deiner Notlage unterstützen können. Ich möchte, dass du meinen Sohn etwas Bestimmtes überbringst. Ich habe es einem Mädchen namens Meduli in Verwahrung gegeben, also frage sie bitte danach. Vielen Dank nochmals für deine Hilfe, Kevin. Gerne doch. Ich bin ja so lieb und mach das. Ach ja, Kevin, ich habe hier noch etwas für dich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen. Du hast die Posttasche erhalten, eine praktische Tasche, in der du allerlei Dinge befördern kannst. Da du heute ja Geburtstag hast, ist heute der Tag der Geschenke. Willst du ihren Inhalt ansehen? Wähle sie aus und drücke Y, X oder R. Meduli findest du in dem Zimmer oben. Pass auf dich auf, sie kann sehr nervig sein. Überlass die Angelegenheit mit Valu ruhig uns. Kümmere du dich bitte um Komori. Na gut, was haben wir hier? Ist das hier irgendwie... Kann das sowieso... Das sind Postkisten. Na gut, dann gucken wir mal, wo wir das Kind finden. Er sagte ja, irgendwo oben, in dem Zimmer. Meint er damit dieses Zimmer hier? Oh nein. Das ist das nervige Kind, was ich aus dem Trailer her kenne. Die man tragen muss die ganze Zeit. Nee, auf der habe ich keine Lust.
Na gut, wieder zurück. Wenn ich hier so einen kleinen Blick versuche, einmal kurz um die Ecke gucke, vielleicht traue ich mich dann da rein. Ah, hallo? Oh ne, die sieht ja so komisch aus. Oh. Hey, tatsächlich, du trägst ein grünes Gewand und einen grünen Hut. Und du siehst potthässlich aus, Mädchen. Du musst Kevin sein, nicht wahr? Ich wünschte, ich wäre es nicht. Ich bin die Maid des ehrenwerten Hüters Valu, der auf den Drachenberg wohnt. Mein Name ist Meduli. Nun ja, eigentlich bin ich noch in der Ausbildung. Ja, so danach siehst du auch aus. Der Stammesführer bat mich, dir das hier zu überreichen. Er hätte gerne, dass du es seinem Sohn Komori bringst. Du hast den Brief von Vater erhalten. Ein Brief an Komori von seinem Vater. Wieso gibt mir der Vater diesen Brief nicht selber? Erstmal in deiner Posttasche verwahren und dann schnell zu Komori bringen. Du bist ja schließlich jetzt ein kleiner Postbote. Wenn du ihn herausnehmen willst, wähle die Posttasche und lege ihn auf Y, X oder R ab. Komoris Zimmer findest du unten im hinteren Bereich. Bitte sei nicht beleidigt, falls Komori unfreundlich zu dir sein sollte, denn der ärgert mich immer wegen meines Aussehens. Ich finde mich ja so wunderschön. Er meint es wirklich nicht böse, aber trotzdem hat er mich so verletzt, dass ich nur noch hier oben bin und mich nicht runtertraue. Ach ja, und Kevin? Ich hätte da noch eine Bitte an dich. Könntest du mir einen Kuss auf meine Wange geben? Wärst du bitte so gut, danach zum Aufgang am Drachenberg zu kommen? Worum es genau geht, sage ich dir dann. Natürlich mache ich das. Ich mache ja alles für dich. So, schauen wir mal. Also unten muss das Zimmer sein. Also ist das Zimmer hier. Hoffentlich ist der junge Mann nett zu uns. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin Kevin. Was willst du von mir? Ich habe gerade keine Lust, mich mit jemandem wie dir zu unterhalten. Ich möchte mich aber gerne mit dir unterhalten. Okay. Achso, ich muss ihm ja den Brief geben. Einen Moment, ich gucke mal in meine Tasche. Geh das mal hier ab. Das ist für dich, ein Brief vom Vater. Ein Brief von meinem Vater? Aufmuntere Worte zu schreiben ist nicht schwer. Aber warum sollte ich mich in so schrecklicher Gefahr begegnen, nur um diesen Drachenschuppe von Valu zu bekommen? Schau mal, ich habe hier diese schöne Kugel, die ist doch viel, viel schöner als so eine Drachenschuppe. In dem Brief steht auch was über dich. Seh an, seh an. Meiner Meinung nach bist du ja ein ziemlich aufdringlicher Kerl, deine Nase einfach so in fremder Leute Angelegenheiten zu stecken. Tut mir leid, aber ich habe wirklich nicht vor, zu Valu hinaufzugehen. Wer weiß, was der mir womöglich noch antut, so wütend wie der ist, geschweige denn, dass er mir eine Drachenschuppe gibt. Oder willst du mir etwa weismachen, dass du Valu irgendwie besänftigen kannst? Du lügst doch, und außerdem reden ist nicht schwer, handeln aber sehr. Aber sollte es wirklich jemanden geben, der es schafft, auf diesen gefährlichen Drachenberg zu gehen und Valu zu treffen, dann würde ich ganz bestimmt auf alles hören, was dieser jemand sagt. Also wir müssen nach oben. Einen Moment, ich trinke mir eben was. Was haben wir denn hier? Hier ist sein Kleiderschrank. Er hat zweimal die gleichen Klamotten und viermal das gleiche Kleidchen an.
Das ist... Und hier, lauter Plüschtiere. Alles kleine Küken. Wow. Du hast ja eine Auswahl an Spielzeugen. Und dein Zimmer, das sieht ja auch so toll aus mit dieser bösen Tür. Deswegen bist du auch so komisch drauf. So, dann gehen wir mal nach oben. So, muss ich jetzt da lang oder dort lang? Gehen mal hier rein, weil die ja hier in dem Zimmer war. Es ist nur ein Balkon. Und Lava. Ich ahne etwas. Wir müssen, glaube ich, hier lang. Oh, dieser Ausblick. Wunderschön. Aber wo muss ich lang? Hier komme ich auch nicht entlang. Weiß der etwas? Früher hatten wir hier immer idealen Wind. Doch dass der Wind in der letzten Zeit hier so verrückt spielt, liegt bestimmt daran, dass der Gott des Windes so erzürnt ist. Aber man kann es ihm ja kaum verdenken. Irgendjemand hat nämlich seinen Schrein zerstört. Es gibt schon wirklich gottlose Menschen auf dieser Welt. Ah, hier kommt man irgendwie hoch. Aber ich weiß nicht wie im Moment. Nun denn, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ein Lagerraum. Auch nichts Berauschendes. Guck noch mal kurz hier, vielleicht habe ich irgendetwas übersehen. Und wenn ich hier rüberklettere? Nee, geht nicht. Hallo. Wirf doch mal einen Blick über den Vorsprung. Du wirst feststellen, dass der Teich vollkommen ausgetrocknet ist. Aber das ist bei der Hitze nicht verwunderlich. Ich werde jetzt nochmal runtergehen und dort nachschauen. Dort kommt man zu dem Jungen. Ach, hier sind ja noch zwei Wege. Bin ich hier reingekommen? Okay, hier sind wir reingekommen. Dann müssen wir hier lang. Ah, sehe da, wir sind hier. Kann man das hier rausziehen? Nee. Da unten ist sie ja. Hallo. Du bist ja tatsächlich gekommen, Kevin. Bitte verzeih mir, dich an so einen so gefährlichen Ort gebeten zu haben. Und ich wohne noch hier. Aber Gefahr ist doch nichts Schlimmes für mich. Ich habe mich ja dran gewöhnt. Früher war hier ein herrlicher Teich, der aus einem Geysir heraus entstanden war. Aber seit der ehrenwerte Valu so außer sich ist, versperrt ein Felsbrocken, der von oben in den Teich fiel, diese Wasserquelle. Und der Teich ist ausgetrocknet. Aber erzähl mir bitte erst, ob es Komori schon besser geht, ja? Ihm geht's besser. Aber nein, wie könnte es ihm auch besser gehen? Du hast mich angelogen, Kevin. Es ist vermutlich auch meine Schuld, dass Komori jetzt so niedergeschlagen ist. Komoris Großmutter war nämlich die ehemalige Maid des ehrenwerten Valu und meine hochgeschätzte Lehrmeisterin. Doch war sie nicht nur seine Maid, sondern auch eine gütige sowie mutige Persönlichkeit zugleich.
Meine Fähigkeiten sind noch viel zu bescheiden, um noch annähernd einen Vergleich mit ihr standzuhalten. Wäre ich doch meiner Aufgabe besser gewachsen, dann wäre Komori jetzt bestimmt auch nicht so bla 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 bla. Ich habe eine Bitte an dich, Kevin. Ich würde gerne zum Draco-Sanktorarium auf den Drachenberg gehen, aber ich schaffe es nicht alleine bis hinauf auf diesen Vorsprung. Wenn es mir jedoch gelingt, einen günstigen Wind zu erwischen, tragen mich meine Flügel bestimmt so weit. Und deswegen brauche ich deine Hilfe. Ich bin also auf dich angewiesen, Kevin. Tut mir leid, natürlich, gerne doch. Danke. Bitte heb mich hoch. Und wirf mich in Richtung des Vorsprungs da oben. Du musst aber auf die Windströmung hier Acht geben, denn die verwinkelten Felsen sorgen dafür, dass die Windrichtung sich ständig ändert. Und sei bitte nicht zimperlich beim Werfen, ich wieg ja nur ein paar Kilo, ich bin ja nicht so schwer, weißt du? Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen, also nimm keine Rücksicht auf mich. Du kannst mich auch gerne gegen eine Wand schmeißen, mir macht das gar nichts aus. Ich habe nämlich keine Nerven und das tut mir nicht weh. Also, du kannst mich auch in den Teich werfen, du kannst mich überall hinwerfen, ja? Okay, mach das euch. Ich schmeiß sie mal dahin. Ja, das tut eher nicht weh. Oh, es tut dir doch weh. Geht's dir gut? Mir geht es gut. Wirf mich noch einmal. Vielleicht erwische ich jetzt einen günstigen Weg. Ja, wir schmeißen dich mal gegen die Wand. Aua. Geht's dir gut? Sonne, Mond und Sterne, sie tanzen um meine Laterne. Wirf mich noch einmal, vielleicht erwische ich jetzt einen günstigen Wind. Ach, wo könnte ich sie denn noch hinschmeißen, gegenschmeißen? Schmeißen wir sie mal dahin. Na, sie hat sich gar nicht wehgetan. Bitte wirf mich noch einmal, damit ich einen günstigen Wind erwische und bis hinauf auf den Vorsprung fliegen kann. Na gut, machen wir doch gerne. So, ich schmeiß sie jetzt aber wirklich dahin. Oh. Geht's dir gut? Nanu, warst du vorhin auch schon zu dritt, Kevin? Mir geht es immer schlimmer. Prima. Wirf mich noch einmal. Bla 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 bla. Also, wir müssen sie... Ach so, wenn ich... Nee. Vielleicht, wenn ich mich hier draufstelle, dann könnte das ja einen besseren, weiten Weg bis dahin. Geht der Wind nach hinten. Wir warten jetzt einen Moment. Jetzt geht er nach rechts. Nach links. Und geradeaus. Juhu! Vielen Dank. Ich gehe jetzt hinauf auf den Drachenberg und werde den ehrenwerten Valu treffen. Keine Sorge. Ich bin zwar noch eine Maid in der Ausbildung, aber ein wenig verstehe ich bereits die Sprache des ehrenwerten Valu. Wird schon schief gehen, seufzt, falls mir etwas zustoßen sollte. Kümmere dich bitte um Komori. Zum Dank kann ich dir zwar nicht mehr als das hier anbieten, aber vielleicht erweist es sich ja irgendwann mal als nützlich. Moment. Du hast eine Flasche gefunden. Lege sie auf XYXR und mache sie dir zunutze. Du kannst zum Beispiel Wasser mit ihr schöpfen oder sie noch mit jeder Menge andere Sachen füllen, zum Beispiel mit Popel oder Schleim. Und bitte, erzähle niemanden, dass ich zum Drachenberg gegangen bin. Das muss unser Geheimnis bleiben. Verstanden, Kevin? Also dann, ich werde mein Bestes geben. So, und wieder stehen wir alleine hier.